Was ist mit euch, dass ihr nicht für Allahs Sache kämpft? Kommt in unsere Reihen des islamischen Staates. Dies ist die Geschichte von Enes, einem Frankfurter Schüler, der nach Syrien zog, um zu kämpfen und dort erschossen wurde. Er wurde 16 Jahre alt. Wie konnte es dazu kommen, dass ein ganz normaler Deutscher zu einem sogenannten Gotteskrieger wurde? Was hat ihn dazu bewegt? Eine Spurensuche. Frankfurt-Bockenheim, ein Stadtteil im Schatten der Skyline. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen wohnen in Bockenheim. Hier wurde Enes geboren. Wir erfahren, dass sich Enes Eltern vor Jahren getrennt hatten. Der Vater lebt überwiegend in der Türkei. Wir besuchen die Mutter, bitten um ein Gespräch. Zunächst lehnt sie ab, ihr fehle die Kraft. Was soll das ändern? Mein Sohn wird nicht zurückkommen. Ich habe doch der Polizei schon alles erzählt, damit nicht auch andere Mütter leiden müssen. Doch das hat nichts gebracht. Die Verantwortlichen laufen immer noch frei rum. Dann bittet sie uns doch herein. Wir begegnen einer gebrochenen Frau, die sich nicht vor der Kamera zeigen will. Beim Interview haben wir nur den Ton aufgezeichnet. Das Bild ist nachgestellt. Ich habe alles getan, damit er nicht nach Syrien geht. Ich habe für Syrien gespendet, habe geduldet, dass er den Koran verteilte. Aber ich wollte nicht, dass er in die Moscheen der Radikalen geht. Er sagte: Mutter, du kannst dich nicht zwischen mich und Allah stellen. Syrien. Hier tobt seit 3 Jahren ein erbitterter Krieg zwischen Assads Truppen, der Freien Syrischen Armee und Dschihadisten aus der ganzen Welt. Die haben nun auf dem Gebiet Syriens und des Irak ein Kalifat gegründet, nennen sich Islamischer Staat, IS. Auf dem Propagandavideo Passverbrennung als Zeichen der Entschlossenheit. Sie rekrutieren Kämpfer auch aus Europa. Sieg oder Tod. Auch Enes lässt sich von dieser Propaganda beeindrucken. Als er 2009 auf diese Frankfurter Gesamtschule kommt, ist er religiös, betet regelmäßig, kennt manche Sure aus dem Koran auswendig. Ansonsten aber ist er ein Teenager wie jeder andere. Daran erinnern die Fotos, die seine Mitschüler in einer Ecke des Klassenzimmers aufgestellt haben. Die Veränderung beginnt nach der 8. Klasse. Die Lehrer beobachten, dass aus dem lebenslustigen Jugendlichen ein Verfechter eines fundamentalistischen Islam wird. Er wurde nach außen, für jemanden, der ihn nicht kannte, erwachsener. Also er wirkte ernster, er wirkte stiller, so dass er älter, plötzlich älter wirkte als seine Klassenkameraden. Und es hatte jetzt für mich, das ist jetzt nur mein Eindruck, für mich so den Eindruck, dass Kindheit weg war. Die Schule nimmt diese Veränderung ernst, spricht mit Behörden, Eltern und geht offensiv mit dem Thema Islam um. Eine Projektwoche. Wie wollen wir in Zukunft leben, soll Schüler dazu bringen, über ihren Glauben zu reflektieren. Naiv sind die Lehrer nicht. Es ist ihnen klar, dass es schwer sein wird, Enes von seinem Weltbild abzubringen. Dass er in dieser Zeit bereits plant, nach Syrien zu gehen, ahnt keiner. Dass er gehen würde, Deutschland verlassen würde, das haben wir nicht erwartet. Gab es irgendwelche Anzeichen? Überhaupt nicht, es sei denn, Sie interpretieren die Nähe zu salafistischen Gruppen als Anzeichen.
Das habe ich damals nicht so interpretiert. Also ich habe, mir war schon klar, dass er seine Religion in einer bestimmten Weise auslegt und für ihn bestimmte sehr strenge Regeln jetzt plötzlich wichtig waren, die vorher nicht wichtig waren. Wichtig ist ihm vor allem die Gemeinschaft in den salafistischen Kreisen. Ich bin der Enes. Enes besucht solche Veranstaltungen. Es gibt sie in vielen deutschen Städten. Salafisten. Das sind Muslime, die den Koran wörtlich nehmen, die Moderne ablehnen. Die von ihnen gepredigte Form des Islam halten sie für die einzig richtige und wahre. Unter Jugendlichen erhalten sie immer mehr Zulauf. Mehr als 5000 Jugendliche in Deutschland bekennen sich mittlerweile zu dieser strikten Auslegung des Glaubens, schätzen Islamwissenschaftler wie Muhannad Khoshid. Sie machen ein Angebot, das Macht vermittelt. Wir sind diejenigen, wo Gott auf unserer Seite ist. Alle anderen sind für die Ewigkeit verdammt. Mit anderen ist gemeint nicht nur die Nicht-Muslime, sondern auch Muslime, die anders denken oder andere Positionen vertreten. So dass wir die Starken sind, die Macht ist auf unserer Seite. Das vermittelt jungen Menschen, die auf der Suche nach Orientierung, die sich marginalisiert vorkommen in der Gesellschaft, die unter Ohnmacht oder dem Gefühl von Ohnmacht leiden, gibt ihnen das eine gewisse Stärke, ein Wir-Gefühl, ein Selbstwertgefühl. Das ist das Umfeld, in dem Enes zunehmend heimisch wird. Bei den reaktionären Salafisten findet er ab 2012 eine Art Ersatzfamilie. Und wie in vielen Sekten beginnt er, sich von seiner richtigen Familie abzukapseln. Er redete auf mich ein, die Art und Weise, wie ich bete, sei falsch. Ich habe gesagt, ich habe mein Leben lang so gebetet und werde das auch nicht ändern. Er wollte mir immer zeigen, was in Syrien passiert, aber das wollte ich nicht sehen. Das ging 2 Jahre so. Er ging nicht mehr in unsere Moschee, sondern in die arabischen Moscheen. Zum Beispiel nach Hausen. Von den Moscheen, die Enes in den letzten Jahren besucht hatte, ist nur die Abu Bakr-Gemeinde in Frankfurt-Hausen bereit, mit uns zu sprechen. Stolz verweist man auf den Prediger, der an der Al-Hasra-Universität in Kairo ausgebildet sei und von Toleranz und Brüderlichkeit spreche. Aber der Moscheevorstand gibt auch zu, dass vor allem in Zeiten politischer Konflikte wie in Syrien oder Gaza diese Botschaften nicht jeden erreichen. Wir sind überfordert. Und plus dazu, unsere Tätigkeit ist ehrenamtlich. Ich gebe zu, wir können nicht alles tun. Wir haben unseren Beruf, wir haben unsere Familie. Und wir opfern unsere Zeit für die Gemeinde. Wir haben keine freie berufliche, ich meine, man tut das hier nicht rein beruflich. Die Abu Bakr-Moschee ist eine marokkanische Gemeinde. Sie orientiert sich, wie die meisten alteingesessenen Moscheegemeinden, am Herkunftsland der Einwanderer. Die heranwachsenden Muslime dagegen sprechen oft nicht mehr die Sprache ihrer Eltern. In diese Lücke stoßen die Salafisten mit deutschsprachigen Predigern. Wir hatten Jugendliche beauftragt, ihre Aktivitäten selbst in die Hand zu nehmen. Dann haben wir gemerkt, dass es langsam schief läuft. Dann haben wir sofort versucht, das zu ändern. Was heißt schief läuft? Ja, haben wir gemerkt, dass es tendiert, in der Extremismus zu laufen. Das Problem gibt es in vielen muslimischen Gemeinden. Wir gehen nach Dinslaken, eine ehemalige Bergarbeiterstadt am Rande des Ruhrgebiets. Im Frühjahr 2014 sorgte dieses Foto für bundesweite Schlagzeilen und für große Aufregung im niederrheinischen Dinslaken. Mustafa K., aufgenommen vermutlich in Syrien. Er stammt aus dem Dinslakener Stadtteil Lohberg. Hier ist Mustafa mit seinem Freund Philipp und 3 weiteren Glaubensbrüdern zu sehen. 4 dieser Männer kämpfen heute in Syrien für IS.
Ihnen folgte mindestens ein Dutzend weitere Muslime aus Dinslaken. Wie konnte es so weit kommen? Wir besuchen das Gartenfest einer türkischen Moscheegemeinde. Die Muslime in Lohberg sind gut integriert und vernetzt. Türkische Kultur und Brauchtum werden gepflegt. Die soziale Kontrolle ist hoch. Sind die radikalen jungen Muslime niemandem aufgefallen oder hat man sie gar geduldet? Geduldet kann man nicht sagen. Okay, die Vereine und Verbände hier, die haben vielleicht ihre Arbeit gut, so gut wie es ihnen möglich war, gemacht. Aber aus dem Raster fallen doch schon ein oder andere mal raus. Und die sind dann halt die 12 gewesen. Und die haben auch nicht irgendwie einfangen können, die Kinder. Und die sind von den, wir haben ja in Lohberg 4000 türkische Mitbürger. Und 12 davon sind jetzt auffällig geworden. Aber prozentual gesehen ist ja sehr gering. Aber Dinslaken liegt bundesweit mit an der Spitze der Syrienkämpfer. Viele hier haben deshalb Angst vor Stigmatisierung, relativieren das Problem lieber. Wir machen uns dann sehr viel Sorgen darüber, dass unsere Stadt, das so gut gewachsen ist hier, dass hier eine Probleme sind nach außen hin. Durch diese Radikalisierung, durch diesen Paar im Grunde genommen, sind das ja nicht mehr viele, durch diese Leute einen schlechten Ruf bekommt. Und ich habe persönlich auch ein großes Problem damit, dass die Arbeit, die wir jetzt hier seit 10 Jahren investiert haben, dass unsere Stadt ja gut ein Stück vorangebracht hat, dass das durch diesen Ruf beschädigt wird. Plötzlich bitten uns die Hausherren zu gehen. Sie wollen nicht länger mit uns über die Syrienkämpfer sprechen. Dinslaken-Lohberg gilt als Problemstadtteil. Doch hier gibt es auch neue, gutbürgerliche Ecken. Die türkischen Einwanderer haben hier mittlerweile Eigentum erworben. Sie sind überwiegend konservativ eingestellt, kulturell, politisch, religiös. Mit der Lebens- und Glaubenswelt ihrer Eltern können die Jungen wenig anfangen. Sie gehen eigene Wege. Der Marktplatz in Lohberg. Vor Jahren gab es hier Probleme mit Jugendbanden, aber heute sei es meist friedlich, erzählen uns die Anwohner. Der heutige Syrienkämpfer Mustafa K. hat Drogenprobleme, als er die Religion für sich neu entdeckt. Sein Freund, Philipp B., lebt von Gelegenheitsjobs, als er frommer Muslim wird. Philipp B. macht nun sogar Propaganda für die IS. Und Alhamdulillah, ich habe mich der Karawane des Dschihads angeschlossen, um, wie gesagt, Allahs Wort das Höchste zu machen. Und wir werden nicht aufhören, bis wir das erreicht haben. Und wenn ihr uns tötet, so werden nach uns Leute kommen, die weitermachen. Solche Botschaften stoßen auch in Frankfurt auf fruchtbaren Boden. Vor allem die Aktionen des Salafisten Ibrahim Abu Naci dienen laut Sicherheitsbehörden der Rekrutierung neuer Anhänger. Enes gehörte 2 Jahre lang fest zur Frankfurter Gruppe. Er nutzt den Keller seines Elternhauses als Lager für Koranbücher, die in den Einkaufszonen verteilt werden. Die selbstgedrehten Videos stellt die Gruppe ins Internet. In einem davon von Mai 2013 ist Enes zu sehen, wie er auf der Frankfurter Zeil seine Glaubensbrüder interviewt. Die Salafisten stehen jeden Samstag in der Frankfurter Fußgängerzone, verteilen Korane und missionieren. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ich wollte fragen, wie ist es heute gelaufen, wie war's? Sehr gut, wir haben viele Bücher wegbekommen, alhamdulillah. Alhamdulillah. Und was würdest du den Geschwistern jetzt sagen, die hier nicht an diesem tollen Tag mitgemacht haben oder an diesem Projekt? Was würdest du ihnen raten? Steht auf, werd in der Dawa aktiv und übermittelt die frohe Botschaft den Leuten, damit sie nicht in die Hölle kommen. In die Hölle kommen nach diesem Schwarz-Weiß-Schema alle, die nicht dem Islam salafistischer Prägung folgen. Und diejenigen, die nicht vermeintlich buchstabengetreu den Lehren des Propheten folgen. Wenn wir bedenken, Prophet Mohammed hat gewirkt zwischen 610 und 632. Also 2 Jahrhunderte ungefähr nach seinem Tod wurde alles systematisch erfasst und niedergeschrieben. Und deshalb haben wir sehr unterschiedliche, zum Teil auch widersprüchliche Aussagen zu dieser Zeit. Das heißt, das Bild, wenn wir heute sagen, so genau hat es damals stattgefunden, das ist ein konstruiertes Bild. Also da muss man selektieren und sagen, ich nehme diese Quelle, ich lasse diese lieber weg und ich nehme dieses Bild und lasse viele andere Bilder weg, damit man ein bestimmtes Bild konstruiert und sagt,
Das ist es jetzt. Das, so haben die Altvorderer, also der Prophet und seine Gefährten, gelebt. Enes ist auf diesen Aufnahmen aus dem Frühjahr 2013 15 Jahre alt. Assalamu alaikum, ich bin Enes. Aber sein religiös-politisches Weltbild ist bereits zementiert. Und er sieht sich immer im Internet Videos von leidenden Zivilisten in Syrien an. Im Sommer 2013 dann beschäftigt ihn nur noch der Giftgaseinsatz des Diktators Assad. Enes Mutter bekommt es mit der Angst zu tun. Ich habe mich an unsere Freunde gewandt, denen gesagt, mein Sohn will weg, sprecht mal mit ihm. Dann kam er zu mir und hat gesagt, sowas habe ich nicht vor. Ich antwortete, so wie du sprichst, bekomme ich Angst. Er hat gesagt, Mutter, ich schwöre bei Gott, ich werde nicht gehen. Das hat mich sehr beruhigt, weil mein Sohn mich niemals anlog. Ich weiß nicht, ob sie ihm das eingetrichtert haben, solche Lügen seien nicht schlimm. Vielleicht haben sie ihn so reingelegt. Im Umfeld von Enes sind mehrere junge Männer aus Frankfurt nach Syrien gezogen. Vier der Gotteskrieger aus dem Stadtteil Bockenheim sind bisher gestorben. Welches Glaubensverständnis bringt die jungen Männer dazu, ihr Leben angeblich für Allah zu opfern? Wir hören von einem jungen Mann aus dem Bekanntenkreis von Enes. Er arbeitet im Obstgeschäft seines Vaters. Fragen nach Enes beantwortet er nicht. Dafür ist er bereit, uns ausgiebig über seine Auslegung des Islam zu erzählen. Die Sache ist die, im Islam gibt es Samirna wa Atana, also hören und gehorchen. Wenn ich ein Hadith gelesen habe, eine mündliche Überlieferung vom Propheten, wo er sagt, es ist verboten, oder wenn ich im Koran lese, es ist verboten, dann bin ich verpflichtet, das zu praktizieren, das umzusetzen. Und wenn ich weiß, Musik ist verboten, dann muss ich mir Mühe geben, das natürlich nicht zu machen. Wie gesagt, Samirna wa Atana, hören und gehorchen, das ist Islam. Das ist hören und gehorchen. Ja, und Islam heißt nicht, wie viele sagen, so Frieden. Das ist totaler Quatsch. Also es kommt vom Wort Salam, Frieden. Aber Islam, das heißt Unterwerfung. Ja. Noch vor 2 Jahren war Ur ein unauffälliger Frankfurter Junge, der langbärtige Prediger als Clowns verhöhnte, wie er uns erzählt. Nun hängt er an den Lippen genau dieser Prediger. Ihre Auslegung des Islam ist für ihn Gesetz. Ich bin nicht einfach just for fun oder Gehirnwäsche oder irgendwas in die Religion reingetreten. Ja? Ich bin in die Religion reingetreten aus völliger, 101%iger oder unendlich 100%iger Überzeugung. Und ich glaube an diesen allen Sachen, was da im Koran steht und ist, an jede Kleinigkeit, glaube ich. Und ich verleugne nichts davon und kann ich auch nicht und werde ich auch nicht. Vater Majid ist hilflos. Die Verwandlung seines Sohnes passt ihm nicht. Doch er hat Angst, dass es noch schlimmer kommen könnte, wenn er ihn in dieser Situation im Stich ließe. Was ich ihm das immer sage und tue, es geht ihm das nicht so ganz genau in den Kopf rein. Das ist, weil er ist alt genug und er denkt sich dabei, ich bin jetzt in richtige Alter und kann ich ungefähr mache und tun, was ich da ungefähr Vorstellung habe. Aber das Problem halt von meinen Eltern ist, wir sind wirklich sehr gute Menschen und so. Das Problem ist halt, es ist natürlich berechtigt, dass sie Angst haben, aber wenn sie ihre Religion richtig praktizieren würden und verstehen würden, dann würden sie keine Angst haben. Ganz im Gegenteil, diese ganzen Eltern, die ganze Zeit rumheulen, ja, unser Sohn wurde jetzt gestorben und so, die werden ganz anders reagieren. Die werden ganz anders denken, sagen und die werden nicht gegen ihr Sohn sein, sondern ganz im Gegenteil für ihre Kinder sein. Wir gegen die Kuffar, gegen die Ungläubigen. Das ist die Kernbotschaft der Salafisten. Sie schweißt zusammen und ist zugleich ein Kampfauftrag, den sie ganz offen verkünden. In einer Welt, wo Korruption und Ungerechtigkeit herrscht, gibt es einen, der für die Gerechtigkeit kämpft. Man nennt ihn Supermuslim.
Mit solchen professionell gestalteten Videos wenden sich die Propagandisten an die Szene. Sie richten sich mit ihrer Machart gezielt an Jugendliche. Computerspielästhetik, aufgeladen mit Gewalt. Es gibt einen Revolutionsschick mit den Symbolen der Terrorgruppen. Kommuniziert wird über soziale Netzwerke, oft überfrachtet mit religiösem Kitsch. Inshallah vollendet er die Pilgerfahrt und so Allah will, werden wir ihn vielleicht wiedersehen. Inshallah. Am King's College in London beobachten Forscher um den Politologen Peter Neumann die Szene in ganz Europa. Die Wissenschaftler hier leisten akribische Quellenarbeit, verfolgen regelmäßig die Facebook-Einträge von mehr als 500 islamistischen Aktivisten, werten die Propaganda-Einträge aus, erhalten ein umfassendes Bild der Szene. Es geht hier nicht nur um eine politische Bewegung, es geht hier im Prinzip um eine ganze Kultur, die Rituale hat, die Symbole hat, die miteinander in einer gewissen Sprache spricht. Das haben wir zum Beispiel in den 90ern gesehen mit Skinheads und deren Bewegung. Das haben wir in den 70ern und 80ern gesehen mit Leuten aus der linken Szene, die sich auf einer gewissen Art und Weise organisiert haben und auch eine Gegenkultur gebildet haben. Und genauso hier haben wir jetzt eine Gegenkultur, die am Entstehen ist und die möglicherweise eine ganze Generation uns noch beschäftigen wird. Einer der Stars der Szene ist Pierre Vogel. Auch bei dieser Veranstaltung in Offenbach zieht er hunderte Jugendliche an. Pierre Vogel ist Konvertit, ehemaliger Boxer, jetzt Prediger gegen liberales westliches Denken. Auch Ennis hatte seine Veranstaltungen besucht, fühlte sich von Vogels Predigten über die wahre Religionsauslegung angezogen. Und ich bitte den allmächtigen Gott, mir heute die Kraft zu geben, einen Funken aus meinem Herzen auf eure Herzen zu übertragen, damit das Herz für diese Religion brennt. Mit seinen emotional-charismatischen Predigten lockt er ganz normale Jugendliche in die salafistische Szene. Ich habe eher so Pierre Vogel als Vorbild, weil der auch so die Religion so richtig halt praktiziert und sowas. Und ja. Es ist wie wenn andere zum Konzert gehen, sich da Miley Cyrus oder so angucken, nur für uns halt Pierre Vogel. Andere Prediger werden schon deutlicher als Vogel. Derjenige, der meint, vom Affen abstammen zu müssen, ja, und der darauf stolz ist, bitteschön, kein Problem. Ja? Evolutionstheorie ist schon längst widerlegt. Doch selbst solche verlieren an Zuspruch. Immer beliebter, die Radikalen. Wir werden kommen, inshallah, bis das Wort von Allah Azza wa Jal nicht das Höchste ist. Und bis die ganze Welt nicht sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jetzt wird es keine Ruhe geben. Ich erkenne meine Religion nicht wieder. Ich erkenne nur Überschriften, Islam, Koran, Mohammed, Sunna. Aber die Inhalte, die, ich erkenne sie überhaupt nicht wieder, dass sie Teil meiner Religion. Ich habe den Eindruck, hier wird über eine völlig andere Ideologie gesprochen, eher über eine Kampfparolen, eine Kampfideologie gesprochen, die Welt spalten will und nicht über meine Religion, über den Islam, der sagt, er wurde als eine Botschaft der Barmherzigkeit in alle Welten entsandt. In dieser Gemeinschaft hat Ennis Halt gefunden. Ich bin Ennis. Nach der Scheidung ist der Vater für Ennis nicht mehr erreichbar. Er hat sich in die Türkei zurückgezogen. Seine Mutter versucht, dem Sohn in vielen Dingen entgegenzukommen, aus Angst, dass er sich ganz von ihr abwendet. Doch er entgleitet ihr immer mehr. Er hatte Geld gespart. Wenn ich ihn fragte, wofür das Geld sei, antwortete er, ich will mit meinen Freunden Urlaub machen. Mir kam es nicht in den Sinn, dass er seine Ausreise so akribisch planen würde. Aber dann habe ich nachgesehen. Das Geld war weg. Dann wurde mir alles klar. In Dinslaken-Loberg hat der Islam seinen festen Platz.
Jeden Freitag ruft der Muezzin über Lautsprecher zum Gebet. Und dennoch radikalisiert sich die Gruppe im Schatten der muslimischen Gemeinde weiter. Zunächst sind auch alle zufrieden, als aus den Straßenjugendlichen, den ehemaligen Drogendealern und Gewalttätern fromme Muslime werden. Im ersten Moment hat man nicht Schlimmes dabei gedacht. Ich dachte, okay, lieber ein Mensch, der an seine Religion glaubt, an seine Religion vertiefen will, ist besser als eine Kriminelle oder ein Straftäter. Diese jungen Muslime gründen nun einen eigenen Verein, den DIN e.V., offiziell für berufliche und religiöse Fortbildung. Dafür erhalten sie günstige Räumlichkeiten in einem Gebäude der Stadt, direkt gegenüber dem Integrationsrat. Ihre zunehmend radikaleren Islamseminare locken junge Muslime aus ganz Deutschland an. Das zeigt vielleicht, dass die Jugendlichen auf der Suche waren. Die wollten ihre Identität. Die waren vielleicht zerstreut in zwei Gesellschaften. Und da ist vielleicht diese Sucht nach der Identität in eine falsche Bahn geraten. Die Dienstlakener Gruppe steigert sich immer weiter in ihre Religiosität, wird immer fanatischer. So gewinnen sie immer mehr Anhänger unter Jugendlichen, die glauben, in unserer Gesellschaft keine Perspektive zu haben. Selbst Jugendliche aus der Mittelschicht kommen dazu. Dieser Schüler kämpft heute auf Seiten von IS in Syrien. Mit ihm insgesamt 25 junge Muslime aus Dienstlaken und Umgebung. Der Dienstlakener Integrationsrat um Kemal Inan hat sein Büro genau gegenüber des Vereins der Radikalen. Die Kommunalpolitiker bemerken, dass da etwas nicht stimmt mit den Jugendlichen. Wir haben es ja als Bürger quasi, wir haben das gemeldet, wir haben gesagt, hier ist etwas, was nicht normal ist. Und die haben gesagt, wir wissen das, aber die haben keine Straftat begangen, wir können im Moment nichts tun. Und so ist das ja damals, also sind die ausgezogen und haben gesagt, das Problem ist aus der Welt. Doch mit dem Auszug der Gotteskrieger ist nichts aus der Welt. In zwei Wellen reisen 25 in Dienstlaken radikalisierte Muslime nach Syrien. Polizei und Verwaltung verhindern es nicht, obwohl sie informiert waren. Das waren immer diffuse Hinweise, denen wir dann nachgegangen sind. Wir haben natürlich den Kontakt zu den Sicherheitsbehörden gesucht. Auch da gab es dann eine Bestätigung dieser Hinweise. Für mich war immer wichtig, dass zu keinem Zeit Dienstlakener Bürgerinnen und Bürger bedroht waren. Das haben uns die Sicherheitsbehörden so glaubhaft versichert und war für uns auch mal eine Motivation, unsere Aufgaben in der aufsuchenden Jugendarbeit zu intensivieren. Die Stadt hofft, mit offensiver Jugendarbeit das Problem in den Griff zu bekommen. Die Kommune unterstützt den Verein SOS mit Steuergeldern. Der wurde von einem Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr ins Leben gerufen. Das Ziel? Über Erlebnispädagogik die Persönlichkeit und soziale Kompetenz zu stärken, finanziert mit Steuergeldern. Doch der Schuss geht nach hinten los. Der Jugendbetreuer hat eine fragwürdige Rolle, trägt Tarnfarbe im Gesicht, veranstaltet Überlebenstraining mit Weste und Kampfmesser. Niemand scheint sich daran zu stören. Fest steht, dass aus dieser Gruppe mindestens drei Jugendliche heute in Syrien kämpfen. In den allermeisten Fällen ist wirklich der Gruppendruck ein wichtiger Faktor. Leute gehen als Gruppe, Leute finden es einfacher, die Entscheidung zu treffen, wenn ihre Freunde, ihre guten Freunde sie dazu ermuntern. Das heißt, wir haben hier sehr häufig mit Gruppen zu tun, wir haben hier sehr häufig mit Prozessen zu tun, wo ein charismatischer Anführer eine ganze Gruppe dazu bringt, seinem Weg zu folgen. Mitglieder der Dienstlakener Gruppe sind bereits seit Mitte 2012 auffällig. Einige beteiligen sich an einer gewalttätigen Demonstration in Bonn gegen Rechtspopulisten, die mit Mohammed-Karikaturen provozieren. Bei dieser Demo werden zwei Polizisten schwer verletzt. Mitten unter den Demonstranten ist auch einer, der seit geraumer Zeit zu den Netzwerkern der Gotteskrieger in Deutschland gehört. Bernhard Falk. Bernhard Falk saß 12 Jahre im Gefängnis, verurteilt wegen mehrerer Sprengstoffanschläge, die er einst als Linksextremist begangen hat. Schon Mitte der 90er Jahre konvertierte er zum Islam.
Seitdem verquickt er seinen revolutionären Politextremismus mit radikal-religiösen Parolen. Auf dem Arm trägt er das muslimische Glaubensbekenntnis. Er reist durch ganz Deutschland, um die Szene zu koordinieren. Ja, es wäre ein Straftatbestand, wenn ich öffentlich dazu aufrufen würde, nach Syrien zu gehen und den Kampf dort zu unterstützen. Aber ich kann es nachvollziehen. Also ich habe noch nie jemanden davon abgehalten, das zu tun. Für die Propagandisten des Dschihad geht es längst nicht mehr um die Beseitigung der Diktatur in Syrien. Es geht um die Errichtung eines grenzübergreifenden Gottesstaates. Um das Erlangen von politischer Macht. Gerade jüngere Leute haben ja auch einen starken Idealismus. Also die wollen ihre Ideale auch konkret umsetzen. Und es geht ja vor allen Dingen auch darum, die Perspektive islamischer Staat. Also das ist ja auch etwas, wofür ich mich einsetze. Also dass die Umma perspektivisch zumindest einen islamischen Staat zur Verfügung hat, wo die Muslime in Sicherheit und Frieden leben können. Und da wäre zum Beispiel, das ist natürlich unsere Hoffnung, dass da auch Bilatus Scham, also das, was wir bestehend aus Syrien, Jordanien, Palästina und Libanon sehen, dass da ja, ein Staatsgebilde entsteht, was für uns ein sicherer Hafen wird. Nur, dass in diesem sicheren Hafen alle Andersgläubigen um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie sich nicht der Gewaltherrschaft der Salafisten unterwerfen wollen. Was macht das für einen Sinn? Was ist das für ein Unfrieden stiften auf dieser Erde? Das ist nur ein Machtanspruch eigentlich, wo man sagen will, im Namen des Islam will ich meine Macht oder will ich die Welt kolonialisieren und meine Machtansprüche einfach erweitern. Das ist ein völliger Missbrauch für den Islam. Ein Schwerpunkt der Missionsarbeit von Bernhard Falk ist die Gefängnisbetreuung. Heute ist er auf dem Weg in die JVA Wuppertal. Dort sitzt der mutmaßliche Bombenattentäter vom Bonner Hauptbahnhof ein. Vor dem Tor trifft Falk die Mutter und die Ehefrau des Inhaftierten. Für Falk sind solche Attentate, auch in Deutschland, die logische Fortsetzung des Kampfes in Syrien. Also insgesamt dann zusammen, zwei Stunden. Die Zivilbevölkerung, wie man sagt, ist hier ja eben nicht unschuldig, sondern gehört als Bestandteil des Systems zur BRD insgesamt. Eine BRD, die eben weltweit die Menschen ausbeutet und insbesondere die Muslime unterdrückt. Und dass es da Reaktionen gibt, ist klar. Gleichwohl, ich kenne den strafrechtlichen Rahmen hier, werde ich nicht zu Aktionen dieser Art aufrufen. Aber ich kann es eben nachvollziehen, dass solche Aktionen stattfinden. In seiner Logik sind islamistische Straftäter politische Gefangene. Seine Aufgabe sieht Falk darin, sie ideologisch bei der Stange zu halten. Ich bin verurteilt worden für militante Aktionen. Ich habe mich von militanten Aktionen nie distanziert und werde das auch nicht tun. Ich rufe gleichwohl nicht zu militanten Aktionen auf. Ich versuche halt dazu beizutragen, dass diejenigen, die militante Aktionen durchführen, dass die auch verstanden werden. Bernhard Falk betreut derzeit 13 Strafgefangene quer über Deutschland verstreut. Das Geld für seine Reisen kommt durch Spenden zusammen, sagt er. Zurück nach Frankfurt. Zurück zu Enes. Auch er ist jetzt bereit für militante Aktionen. Am 7. September 2013 spricht Pierre Vogel in der Innenstadt. Unter den Zuhörern ist auch Enes. Zu diesem Zeitpunkt hat er seinen Entschluss bereits gefasst. Er bricht nun endgültig mit seiner Familie. Wenige Stunden nach dieser Veranstaltung verlässt Enes Deutschland. Das war der Samstag, an dem Pierre Vogel auf der Zeil gesprochen hat. Es war der 7. September. Nachts kam eine SMS von meinem Sohn. Mama, wie kann ich ruhigen Gewissens bei dir sitzen, während dort Mütter und Brüder getötet werden? Ich muss auch dorthin. Ich weiß, du bist eine starke Mutter. Du wirst das schon schaffen. Diese Welt ist vergänglich. Wir werden uns im Paradies wiedersehen. Musik
Auch später noch hält Enes per Handy Kontakt zu seiner Mutter. Als erstes fährt er in die Türkei. Nach Antakya. Die Großstadt an der syrischen Grenze hat sich zu einem Umschlagplatz für sogenannte Gotteskrieger aus ganz Europa entwickelt. Von hier aus werden sie weitergebracht in die Kampfgebiete nach Syrien. Es ist eine organisierte Szene mit Verbindungsleuten, die den jungen Europäern weiterhelfen. Wir treffen einen, von dem man uns in der Stadt erzählt, dass er einer dieser Verbindungsleute sei. Er selbst sagt von sich, dass er den Kampf der Islamisten unterstützt und gibt lediglich zu, dass er viele der jungen Gotteskrieger getroffen hat. Sie haben eine gute Bildung. Viele haben sogar studiert. Und sie haben die Überzeugung, dass es ihre religiöse Pflicht ist, zu kämpfen. Deshalb stimmt die Aussage nicht, dass man sie reingelegt oder verführt hat. Jeder, der hierher kommt, weiß, was er machen möchte. Die türkische Regierung spricht nicht so gerne darüber, dass Antakya zum Umschlagplatz der Dschihadisten wurde. Auch wir werden beim Drehen in Antakya behindert. Für europäische Sicherheitsdienste gilt es als ausgemacht, dass die Türkei den Nachschub radikalisierter Kämpfer zumindest geduldet hat. In Taxis und Bussen werden die Jugendlichen zur Grenze gebracht. So auch Enes. Doch an der Grenze überkommen den Jungen aus Frankfurt Zweifel. Er erzählt seiner Mutter davon am Telefon. Kurz vor der Grenze bekommt mein Sohn Panik und sagt, dass er es nicht schafft. Er wollte zurück. Sofort ruft ihn jemand an, sagt ihm, das ist eine Prüfung, der Teufel will dich verführen. Du bist stark, du bist mutig, du wirst es schaffen. So überreden sie ihn. Wenn er hierher kommt, dann um zu kämpfen. Er erwartet kein Geld oder kommt, um Macht zu gewinnen. Er kommt hierher, um zu kämpfen und um das Schlechte vom Islam abzuwenden. Entweder er siegt oder er stirbt für Gott. Und so wird Enes Kämpfer in den Reihen der Terrororganisation IS. Enes erzählt seiner Mutter, dass die IS-Leute ihm den Pass abgenommen hätten. Er nennt sich jetzt Abdul Malek und lernt zu töten. Ein Kommandeur der eher säkular orientierten Freien Syrischen Armee kommt für uns nach Antakya, um zu erzählen, wie verroht diese jungen Kämpfer sind, und erhebt schwere Vorwürfe. Wieso lässt Deutschland sie ausreisen? Ein Land mit einer gut funktionierenden Verwaltung. Ein Junge, der 15 Jahre alt ist, kommt aus diesem Land. Wie kann das passieren? In Syrien gibt es Ausbildungscamps in allen Regionen und auch Scharia-Ausbildung für Kinder zwischen 13 und 15 Jahren. Stellen Sie sich vor, einer, der dieses Ausbildungslager hinter sich hat, hat seinen Bruder getötet, weil der angeblich vom Glauben abgefallen sei. Nach einem Jahr wird so einer auch seine Mutter und seinen Vater umbringen. Gerade deutsche Kämpfer fallen durch besondere Gräueltaten auf. Mehr als 300 von ihnen sind in Syrien. Nur irgendwann werden viele dieser jungen Männer zurückkehren. Die Diskussion, wie unsere Gesellschaft mit diesem Problem umgehen soll, steht aber noch ganz am Anfang. Das ist letztlich ein politisches und soziales Problem, was nur langfristig gelöst werden kann und nicht nur durch sicherheitspolitische Maßnahmen. Im Gegenteil, wenn sicherheitspolitische Maßnahmen falsch angewendet werden, dann können sie sogar dazu führen, dass diese Ausgrenzungsgefühle sogar noch verstärkt werden. Es ist ein schmaler Grat zwischen dem Grundrecht auf Religionsfreiheit und dem Schutz vor Extremismus. Bisher hat der deutsche Staat eher vorsichtige Versuche unternommen, um mit diesem Problem präventiv umzugehen. Immerhin
Das soll sich jetzt in einigen Bundesländern ändern. Deswegen ist es hier umso wichtiger, dass man diese Sache ernst nimmt und sich auch um diese Jugendlichen kümmert. Und darum hat der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen ein Projekt aufgelegt, wir nennen das Wegweiser, um genau an dieser Stelle anzusetzen und eben nicht repressiv tätig zu werden, sondern präventiv vor die Lage kommen und den Jugendlichen helfen, die beginnen abzurutschen. Man erkennt es nämlich, man muss jetzt nur eine Lösung finden, aber diese Lösung ist nicht durch eine einzelne Person oder durch eine einzelne Institution machbar, weil die Probleme vielfältig sind, schulisch, Arbeitgeber, das Elternhaus. Und deswegen muss man sich zusammensetzen mit all den Fachleuten, auch aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft, und versuchen, diesem Jugendlichen zu helfen. Staatliche Programme können nur ein Anfang sein, um zu verhindern, dass noch mehr Jugendliche den Radikalen in die Hände fallen. Insbesondere die muslimischen Organisationen hierzulande müssen sich dem Problem stellen. Bislang ist bei vielen von ihnen die Angst zu groß, mit den Extremisten in den gleichen Topf geworfen zu werden. So meiden Sie das Thema lieber. Nur dann, wenn wir Menschen so weit aufklären und Religionen schützen vor diesem Missbrauch, haben wir es geschafft, die Religionen vor den eigenen Anhängern zu schützen vor solchen Missbrauch. Dann sieht man die Sache weniger frustriert, wenn man diese Sache so global anschaut, sondern sehr nüchtern und vor allem mit der großen Verantwortung an einen selbst als Theologen hier Aufklärungsarbeit zu betreiben, vor allem in den eigenen Reihen an erster Stelle und bei jungen Menschen vor allem. Für Enes kommt all dies zu spät. Am 5. Dezember 2013 erhält die Mutter einen Anruf von einem Unbekannten. Ihr Sohn sei ein Märtyrer geworden, gestorben für Allah, im Kampf gegen die Feinde des Glaubens. Ich verstehe das alles nicht. Mein kleiner Junge mit einem Riesengewehr in der Hand, größer als er selbst, das er auch noch stolz in der Hand hält. Ein Riesengewehr haben sie ihm in die Hand gedrückt, mit riesigen Patronen. Solche riesigen Patronen haben den kleinen Körper meines Jungen durchbohrt. 4 Tage lang lag er im Koma. Sie haben ihn mir weder lebendig noch tot zurückgebracht. Ich weiß nicht mal, wo sein Grab ist, wo ich trauern könnte. Ihr ist nicht viel mehr geblieben als die Erinnerung an ihren 16-jährigen Sohn. Ein Freund von Enes gibt uns dieses Halstuch. Enes trug es an dem Tag, bevor er nach Syrien ging. Seine Glaubensbrüder hatten nicht den Mut, es der Mutter persönlich zurückzugeben.